Hallo, hier ist Kirmes Fabian und heute befinde ich mich auf dem 650. Semieu in Werne, der hier vom 27.10. bis 30.10. in der Innenstadt stattfindet. Der Semieu hat insgesamt 15 Großfahrgeschäfte plus eine Nostalgie-Kirmes mit zwei Großfahrgeschäften, nämlich die Raupenbahn von Steiger und Buchholz und das Nostalgie-Riesenrad von Feldmann. Heute werde ich etwas genauer den Artistico von Körmann testen. Und nun machen wir wieder einen gemeinsamen Bummel überm Rummel. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggity yak. No. Ein bisschen höher. Achtung. Salsa, jetzt schauen wir uns erstmal ein bisschen ein, das Ganze so zum Eingewöhnen. Jawohl, rauf und runter, runter, runter. Ja, da, rauf, runter, runter, runter. Jawoll, 30 Meter, jawoll, da steht er. Das war einmal, hey, wir sind ja gar nicht schon, wir können den ganzen Spaß ja nochmal andersrum, volle Pulle, hey. Mama!
Mann, der absolute super Spaß hier. Spaß hier. Zum Ende, Finale, jawohl, wir halten, wir landen, wir schalten wieder, ihr habt es geschafft, neue Reise, neue Fahrt. So, jetzt hier vorne aufgepasst, wir warten auf den nächsten Gewinner. Audin Lukas, das älteste Spiel am Platz hier. Seit Jahrhunderten bekannt im ganzen Land. Leute, 650 Jahre Simju hier in Werne. Das Volksfest hier an der Lippe. Kommt ran, macht mit, spielt mit, gewinnt mit hier. Denn hier wird gewonnen. Hier ist das Gewinnspiel für alle. Ich befinde mich hier in dem wunderschönen Allwetter-Riesenrad Vue Parisien von den Schausteller Burkhardt und Kloiser. Das Riesenrad bietet sich auf Weihnachtsmärkten und Kirmesplätzen auch im Winter an, da es hohe und offene Gondeln hat.
Angst habe ich Abbrüche. Jetzt würde nicht nur die große Fahrbahn hier treten könnte, sonst wird ja Schmerzen verbreitet.